Wenn wir über Computerspiele sprechen, dann ist das Bild, das ich zumindest gerne im Kopf habe, also Videospiele, nicht nur als Streitpunkt, als potenzieller Konfliktfaktor in Familien, ja, nicht nur als Faktor, der Schwierigkeiten, Stress mit sich bringt, Stress induziert, sondern auch als etwas, was Quality Time sein kann. Ja? Und einer unserer Zugänge auch in der Beratung ist ja, dass wir Eltern dazu motivieren und anleiten, auch gemeinsam mit den Kindern Videospiele zu spielen. Das bedeutet nicht nur, wie es die meisten Eltern machen, ja, über eine Schulter der Kinder das Spiel zu erleben und zu sagen, wow, da geht's ab, da passieren Sachen, ja, sondern sich wirklich hinzusetzen und das selbst zu machen. Das klingt jetzt sehr banal, ja, oh, ein Spiel spielen. Das ist eine große Herausforderung für viele Eltern. Ja. Es ist für viele Eltern schwer zu tragen, dass das achtjährige Kind etwas besser kann als ich. Ja, da muss man schon in der Lage sein, oder das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ja gut, da ist halt der Kleine mal der Experte, ja, was die Beziehung ja natürlich fördern kann. Aber das nehmen zu können, ist nicht für alle Eltern immer leicht. Genau. Und das ist eine Dimension von Videospielen. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass digitale Spiele momentan die letzten 10 Jahre eine ganz andere Dimension noch genommen haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Person kennt. Der Experte der ersten Reihe. Genau, das ist der David Wang alias Aqua, der jetzt vor einigen Monaten die Fortnite-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Sie wissen auch in etwa, wie viel Geld er da Preisgeld? Bitte? 5 Millionen. Ja, ein bisschen weniger. Also 3 Millionen im Duo gewonnen, zu zweit. Das heißt, 1,5 Millionen sind ihm dann geblieben. Was, wie viel nach der Steuer geblieben ist. Ja? Jedenfalls eine sehr, sehr lukrative Angelegenheit gewesen. Die Mutter hat ihn jetzt aus der Schule genommen und er hat jetzt ein Jahr, wo er nur Fortnite trainiert und das gibt relativ erstaunlich wenig Aufschrei. Ja? Also normalerweise hätte man jetzt erwartet in Österreich, ja, furchtbarer Aufschrei, das Kind aus der Schule, damit es Computer spielen kann. Aber ich denke mal, Geld legitimiert sehr viel, ja? Auch bei uns. Und die Idee, dass es lukrativ ist, dann ist es natürlich in Ordnung, wenn man sowas macht. Wie immer. Jedenfalls hat das Thema E-Sports auch in Österreich ein bisschen relevanter gemacht, würde ich sagen. Ja? Es ist bis vor einigen Jahren kaum so am Schirm gewesen. In anderen Ländern ist es anders. Ja? Das ist übrigens endet so ein sehr viel anderes Land, das ist jetzt Deutschland. Das war 2015 die League of Legends Weltmeisterschaft. Das Spiel ist bereits gefallen, ein sehr beliebtes Videospiel, aber bei dem ja, da vor Ort 40.000 Personen zugeschaut haben und per Stream noch einmal einige Millionen. Ja, das heißt, das hat sehr, sehr viel Zuwachs, vor allem bei der jungen Bevölkerungsgruppen und führt aber auch zu Phänomenen, die wir derzeit in der Beratung auch erleben. Das war schon, dass Kinder und Jugendliche sagen, naja, ich gehe zwar nicht mehr in die Schule, ja, oder kaum in die Schule, und ich spiele am Tag 8 Stunden Computer, aber ich mache das ja, weil ich E-Sportler werden möchte. Oder weil ich YouTube-Star werden möchte. Oder weil ich Twitch-Streamer werden möchte. Ja. Also das sind so Berufswünsche, die neu sind, ja, und die legitim sind auf eine gewisse Art und Weise. Aber da wird oft auch so potenziell problematisches Verhalten durch diese Berufswünsche legitimiert. Ja. Genau. Und da sind wir schon beim Kern des heutigen Vortrags, das problematische Verhalten. Ich möchte noch kurz was vorweg schicken. Ich habe oft Klientinnen, Kolleginnen, die zu mir kommen und sagen, Markus, jetzt spielt der Kollege, ich habe einen Klienten, der spielt am Tag 6 Stunden Computer. Oder ich habe ein Kind, der spielt am Tag 6 Stunden Computer. Ja? Ist das jetzt gefährlich oder nicht? Und die sind dann immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich sagen muss, das kann ich so nicht beantworten. Ja? Da müssen wir die Frage anders stellen. Ja? Da müssen wir ganz, ganz viele andere Dimensionen noch mitdenken. Und die Frage, die wirklich sinnvoll wäre, würde lauten, wer benutzt was, wo, wie, mit wem und warum? Ja? Also merkt man, sehr viele Dimensionen und das ist dann sehr schwierig mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Wenn es um problematisches Spielverhalten im Sinne von suchtartiges Spielverhalten geht, dann ist die Frage, warum der Ausschlaggebende? Ja? Was für ein Bedürfnis wird gedeckt durch das Spielen? Ja? Geht es darum, Gratifikation zu erleben, also angenehme Gefühle zu erleben, indem man sich sagt, ja, ich spiele mit meinen Schulkollegen am Abend 2 Stunden Fortnite und da spielt man 3 Stunden einmal Fortnite. Ja? Oder geht es darum, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ich weiß, wenn ich Videospiele spiele, dann fordert es meine gesamte Konzentration, meine gesamte Aufmerksamkeit und alle anderen negativen Gefühle gehen in den Hintergrund. Ja? Das heißt, ich habe dann gelernt, wenn ich Videospiele spiele, dann geht es mir vielleicht schlecht, aber wenn ich Spiele spiele, dann bin ich weg einfach. Ja? Dann ist das alles weg, dann muss ich mich so auf das konzentrieren, dass alles, was negative Gedanken da ist, weg ist. Und das kann angenehm sein. Ja? Das sind die Kompensationen. Und das ist dann natürlich eher missbräuchliches Verhalten. Also die Frage, warum wird eigentlich gespielt, ist die ausschlaggebende. Aber heute möchte ich mit Ihnen noch eine andere Frage anschauen. Und zwar die Frage, was? Ja? Es war nicht nur die Frage, es ist immer bei allen substanzgebundenen sowie substanzungebundenen Süchten eine der Hauptfragen, wer trägt die Verantwortung jetzt eigentlich? Ja, ist das Medium schuld? Ist das Medium so suchtgefährdend oder so Sucht, kriegt es so ein starkes Suchtpotenzial, dass man das reglementieren muss? Oder sind die Menschen eh selber schuld, wenn sie nicht aufpassen? Ja, Selbstverantwortung.
Und ich möchte jetzt mit Ihnen anschauen, was sind eigentlich Aspekte bei digitalen Spielen, die vielleicht schon bedenklich sind. Ja? Also ich möchte jetzt wirklich auf das Medium selbst hinschauen. Und Sie haben das vielleicht, diejenigen von Ihnen, die die Debatte verfolgen, haben wahrscheinlich mitbekommen, es war sehr lange die Gewaltspieldiskussion ein großes Thema. Ja? Das war ein riesiger Block, die Killerdebatte, Killerspieldebatte. Immer wieder, wenn tragische Ereignisse waren, wie Amokläufe in Schulen, ist dieses Thema wieder aufkommen, die spielen ja alle Computerspiele. Kein Wunder, dass die Menschen aggressiv werden bei diesen ganzen aggressiv- oder gewaltverherrlichen Spielen. Ja? Ist wissenschaftlich sehr umstritten, das Thema. Ja? Dann gibt es seit, würde ich sagen, 5 Jahren, hat die Debatte medial ein bisschen abgenommen und die neue medial kolportierte Debatte über die problematischen Aspekte von Videospielen ist das Suchtverhalten jetzt. Ja? Da geht es darum, Videospiele machen süchtig und nicht nur Videospiele, sondern Medien im Allgemeinen. Ja? Man sagen muss, schwieriger Zugang zu sagen, alle Medien machen süchtig, aber bitte. Ja. Und das ist der neue Punkt. Ja. Und da müssen wir auch sagen, da geht es um einen ganz kleinen Prozentsatz. Ja. Also wenn wir wirklich von Sucht, von pathologischem Suchtverhalten sprechen, da sprechen wir von 1-2% in der Gesamtpopulation, was Prävalenzzahlen angeht. Ja. Das heißt, das ist nicht die große Menge, die wirklich pathologisches Spielverhalten haben wird. Problematisches ja. Dass es vorher Leidensdruck auslösen kann, sowieso. Aber wirklich jetzt von pathologischen Suchtverhalten, da reden wir von sehr wenigen. Worüber aber sehr wenig gesprochen wird noch medial, ist etwas, was sehr viele Spieler und Spielerinnen betrifft. Und das sind die Finanzierungsmodelle von Computerspielen. Die Frage, wie machen Spiele eigentlich Geld? Ja? Wie machen diese Spiele Geld? Und um das jetzt mit Ihnen zu erörtern, würde ich gerne 3 Spiele anschauen, die bei Kindern und Jugendlichen super beliebt sind. Und ich würde es Ihnen gar nicht so genau erklären, ja, weil es würde jetzt zu weit führen. Ich würde nur gerne haben, dass Sie es einmal gesehen haben, dass Sie mit diesem Begriff was anfangen können, falls Sie es nicht eh schon kennen. Ja. Brawl Stars ist das erste davon. Wen von Ihnen sagt das Spiel Brawl Stars etwas? Ah, da gehen schon einige Hände, ja? Genau. Wenn Sie es nicht selbst spielen, spielen es höchstwahrscheinlich Ihre Kinder, sobald sie über 8 Jahre alt sind und unter 15. Und oder ihre Klientinnen spielen es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn sie in dem Alter sind. Ja? In jeder Volksschule ein riesengroßes Thema. Brawl Stars ist ein Mobile-Game. Ernstzunehmende Spielerinnenzahlen zu bekommen, ist ein bisschen schwierig. Ja? Ist es jetzt basierend auf den Download-Zahlen ein bisschen ungenau, es werden wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Ja? 20 Millionen Spielerinnen, die aktiv an diesem Spiel teilnehmen. Und so schaut es aus in etwa. Ja? Das ist also ein Shooter, da schaut man von oben drauf, steuert es mit dem Handy und es geht darum, in Dreierteams ein anderes Dreierteam auszuschalten. Inhaltlich sehr comichaft dargestellt, es geht um Schießen, da kann man darüber diskutieren natürlich, ja. Aber im Großen und Ganzen unbedenklich. Also die PEGI und die USK, die diese Altersbeschränkungen machen, haben auch gesagt, na, ist unbedenklich, ja, es ist ab 8 Uhr, 6 freigegeben sogar. Sehr, also für sehr junge Spielende geeignet. Okay. Ein zweites Spiel, das bereits gefallen ist, League of Legends. Ja, das war jetzt, wir haben uns jetzt gerade die League of Legends Weltmeisterschaft, dieses große Stadion, angeschaut, das ist das Spiel dazu. Mit 110 Millionen aktiven Spielerinnen, das werden weniger ihre jüngeren Kinder spielen. Ja? Das wird eher ein sehr komplexes Spiel, das wird dann eher so mit 14, 15 relevant und interessant werden. Ja? Oder auch Studenten, junge Studenten, die sehr viel Zeit damit verbringen, habe ich auch regelmäßig kennengelernt. Genau. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass Sie genau erklären können, was es in dem Spiel geht. Ein Spiel zu erklären ist ja furchtbar. Ja? Also ist für Sie furchtbar und für mich furchtbar, wenn ich das jetzt machen würde. Deswegen möchte ich einfach nur, dass Sie einen Ausschnitt sehen, dass Sie den Titel kennen, dass Sie wissen, dass es ein relevantes Spiel ist. Und wenn Sie Lust haben, probieren Sie es mal aus. Ja? Vielleicht nicht League of Legends, das ist super komplex, aber die anderen. Und Fortnite natürlich, das dürfte, wem ist Fortnite noch kein Begriff? Ja. Ah ja, super, es gibt noch ein paar Kolleginnen. Ist ein super relevantes Spiel für Kinder und Jugendliche. Ich erkläre es dann eh noch ein bisschen genauer. Und hat momentan eines von den beliebtesten Spielen weltweit mit 250 Millionen aktiven Spielerinnen. Also eine sehr, sehr große Spielerbasis. Ja. So schaut Fortnite aus oder kann Fortnite ausschauen, ist ein Shooter. Ja, auf das kommen wir noch zu sprechen. Und diese 3 Spiele sind spielerisch anders. Ja. Sind nicht besonders ähnlich, aber sie haben etwas gemeinsam. Sie haben riesige Spielerzahlen, also gewaltige Playerbases. Sie lukrieren unglaublich große Summen an Geld. Ja. Fortnite hat 3 Milliarden Dollar Reingewinn gehabt 2018. Ja. Also nicht nur Umsatz, sondern Reingewinn. Viel Geld. Ja. Und sind dabei gratis. Ja. Also sind kostenlos erhältlich. Gratis ist vielleicht ein bisschen ein schwieriges Wort, aber kostenlos spielbar in erster Instanz. Ja. Die Frage ist, wie verdienen diese Spieler jetzt Geld? Ja.
So, die verdienen ja auch schon nicht viel Geld und wenn die kostenlos sind, wie kann das sein? Ne? Das sind ein paar Aspekte. Zum einen gibt es Abonnements. Ja? Also das Finanzierungsmodell nennt sich Free-to-Play. Das ist gratis zu spielen. Ja? Man kann es einmal reinspielen und ausprobieren. Der erste Punkt sind Abonnements. Sie kennen das vielleicht noch, die Gaming-Affinen unter Ihnen kennen vielleicht noch World of Warcraft. Das war so ein Online-Rollenspiel, sehr lange synonym für Thema Sucht und digitale Spiele gestanden. Und da hat man monatlich 12 Euro gezahlt, damit man spielen darf. Ja? Also das war ein Konzept. Was ähnliches bei Fortnite jetzt gerade, da gibt es einen Battle Pass. Ja? Das heißt, ich kann mir einen Battle Pass kaufen, ich zahle 10 Euro, dann kann ich für 2 Monate Spiel spielen. Und das ist für den Anbieter eine Win-Win-Situation. Weil je mehr ich dann das Spiel spiele mit diesem Battle Pass, desto mehr Punkte bekomme ich und desto mehr tolle Items kriege ich dann. Welche Items das sind, schauen wir uns klar. Genau, aber ähnliches Konzept wird gerade bei Fortnite, kommt gerade bei Fortnite zum Tragen. Ein zweiter wichtiger Punkt, für Kinder unfassbar schwer zu erklären, für Jugendliche unfassbar schwer zu erklären, aus dem einfachen Grund, weil es Erwachsene auch sehr schwer verstehen oft, das Thema Datensicherheit, ja, oder Daten, dass Spiele Datenkraken sind einfach. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem ein neues Handy gekauft und da war ein Spiel oben, Autorennspiel und ich habe da drauf gedruckt und das wollte Zugang haben zu meinem Adressbuch, zu meinen Nachrichten, zu meiner Anrufliste, wofür? Ja? Ich fahre Autorennen, nicht einmal online. Ja? Das Spiel finanziert sich dadurch, dass es Daten sammelt von Personen. Ist es lukrativ? Ja, für Werbetreibende, da kann man Daten, auch weniger sensible Daten wie Kreditkartennummern und Krankenkassenakten zum Beispiel, schon relativ lukrativ verkaufen, wenn die Menge stimmt. Genau. Ein dritter Punkt, wird Sie jetzt nicht überraschen, Werbung. Ja? In die meisten Mobile Games, die Sie runterladen, sind gespickt mit Werbung, wenn sie kostenlos sind. Sie können sich auf dem App Store mal den ersten Platz aussuchen und das runterladen. Sie werden merken, Sie können nicht lang spielen, bevor Sie sich nicht die Werbung von einem anderen Spiel anschauen müssen. Werbung ist insofern problematisch, weil sie von der USK und von der BG nicht gesehen wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Spiel nett und kindgerecht aufgebaut sein kann und ab 7 Jahren freigegeben wird von der BG und danach schaut man sich das an. Ja, die BG und die USK sind die Altersbeschränkungsinstitutionen. Ja, in Oberösterreich gibt es nicht, aber in Salzburg zum Beispiel und in Wien sind die vom Jugendschutzgesetz her bindend, ja, in der Abgabe. Genau, deswegen sind hinten auf die Packungen von den Computerspielen ab 12, ab 14, ab 16, was auch immer. Ja? Genau. Und diese Organisationen schauen sich nicht die Werbung im Spiel an. Das heißt, es kann ein Spiel ab 7 Jahren freigegeben sein und dann Werbung haben von Casino-Apps, von erotischem Material, von sexualisierten Spielen, Sachen, wo sie sagen würden, das möchte ich mein Kind nicht unbedingt nahelegen. Ja? Also da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Und der Punkt, der momentan am lukrativsten ist, für die Spielehersteller sind Ingame-Käufe. Ja? Also die Möglichkeit, innerhalb einer App, die kostenlos ist, noch einmal einen Kauf zu tätigen. Wie mache ich diese Ingame-Käufe? Die mache ich entweder mit Kreditkarten oder mit Bankomatkarte oder PayPal. Oder wenn ich alles nicht habe, weil ich 12 bin, dann hoffe ich, dass der Papa oder der Opa mir 20 Euro zusteckt, gehe zum Biller und kaufe mir eine Guthabenkarte. Ja? Genau. Offiziell ist die Abgabe davon erst ab 14 erlaubt, aber das ist anscheinend, wird so nicht gelebt, meiner Erfahrung nach. Ja? Genau. Das ist übrigens das Zeichen für Ingame-Purchases, wenn Sie, falls Sie noch physikalische Kopien von Videospielen kaufen sollten, Sie werden da hinten sehen, das ist das Ingame-Purchases-Zeichen. Das ist neu von der BG, um auf das hinzuweisen, dass es die Möglichkeit gibt, auch innerhalb des Spiels Geld auszugeben. Bei Spielen wie FIFA zum Beispiel ist das relevant. Ja? Sie geben für FIFA 60 Euro aus und haben aber dann die Möglichkeit, noch mehr Geld auszugeben. Und es wird genutzt, die Möglichkeit. Ja? Okay, ich habe früher Fortnite erwähnt. Schauen wir uns das kurz am Beispiel von Fortnite an, wie da Geld verdient wird. Für die Kolleginnen, die jetzt nicht genau wissen, um was es da geht, in Fortnite geht es darum, dieser comichaften Grafik mit 100 anderen Spielern, ja, das ist der Player-Counter, da sehen Sie, 96 sind noch im Spiel, auf einer Insel abzuspringen, ja, das ist die Insel, sich dann möglichst schnell Waffenmaterial zu sammeln und alle anderen Spieler abzuschießen. Ja, beziehungsweise als letzte Person zu überleben, zumindest am Ende muss man eine Person abschießen, damit man das schafft. Das schaut so aus, es ist relativ comichaft gestaltet, deswegen ab 12 freigegeben von der BG und ab 16 von der USK aus irgendeinem Grund. Und Sie sehen da, das ist jetzt ein Viererteam. Ja? Sie sehen 4 Energieleisten. Das wird dann meistens, meiner Erfahrung nach, in Schulklassen nicht alleine gespielt. Ja? Das ist eher ein sozialer Faktor, der da mitschwingt.
Das bedeutet, niemand spielt Fortnite, weniger Leute spielen Fortnite alleine zu Hause. Und die meisten haben in der Klasse das Gefüge, wo man sagt, am Abend spielen wir 2 Stunden Fortnite gemeinsam. Ja? Das heißt, es hat einen ganz starken partizipativen Charakter. Ja, Fortnite ist ein riesiges Thema in ganz vielen Schulklassen. Um da mitsprechen zu können, muss ich Fortnite kennen, muss das Spiel verstehen. Und das kann natürlich auch Konsequenzen haben, wenn ich mitten im Spiel aussteige, weil die Mama mir das Internet abdreht, weil sie schon zum 15. Mal sagt, es ist genug, ja, und ich nicht drauf höre, dann steige ich halt mitten im Spiel aus, da als Charakter, und dadurch haben meine Kollegen eine geringere Gewinnchance. Das kann auch real wirkliche Konsequenzen mit sich bringen, wenn ich am nächsten Tag dann höre, hey, mit dir spiele ich nicht mehr, weil du steigst mit dem Spiel aus und dann verliere ich. Ja. Also das muss mitgedacht werden. Aber gut, so schaut Fortnite aus. Und das Beste in Fortnite, was man haben kann, ist ein Victory Royale. Ja. Das ist, wenn man wirklich gewinnt, wenn man als letzte Person da ist, dann hat man Victory Royale und in Schulklassen zu fragen, also es ist ein Statussymbol. Ja. Wenn ich 5 Victory Royals habe, dann bin ich schon ziemlich weit oben in der Rangliste in der Schulklasse. Ich sage das jetzt mit einem Augenzwinkern, aber es ist de facto so. Und was Sie da sehen, diese Figur, die da scheinbar tanzt, die tanzt da wirklich, ja, Fortnite-Tänze haben sich zu einem popkulturellen Phänomen entwickelt. Ja. Die haben sich wirklich durch ganz viele Gesellschaftsschichten auch durch, sind die bekannt worden. Und Fortnite hat es natürlich geschickt genutzt. Ja, da sehen wir den Antoine Griezmann, der nach einem Tor mit einem Fortnite-Tanz die gegnerische Fangemeinde da ein bisschen veräppelt im Jahr. Genau. Und wir haben uns dann gedacht, super, diese Tänze, die können wir eigentlich hernehmen und vielleicht können wir das, schaffen wir das, ein Videospiel, das ja gesellschaftlich eher, ja, kritisch betrachtet wird oft, da Aspekte rauszunehmen und in einen Rahmen zu bringen, wo es Spaß machen kann. Ja? Und wir haben dann, das ist nur ein Symbolfoto jetzt, in einem Jugendzentrum tatsächlich geschafft, dass die Kinder und Jugendlichen gespielt haben, ja? Getanzt haben, und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, männliche Jugendliche tanzen freiwillig, ja? Und nicht ironisch. Ja, nicht ironisch, sondern freiwillig. Und für uns war das ein großer Erfolg. Wir haben gesagt, ja, super, super spannend. Wir kennen da wirklich, wir haben ein tolles Spiel, wo wir Aspekte rausnehmen können und vielleicht auch für, ja, weniger gaming-affine Menschen förderliche Potenziale daraus schöpfen können. Aber schauen wir uns kurz an, wie die Geld verdienen, die Spiele. Fortnite verdient das meiste Geld mit Skins. Ja? Skins sind kosmetische Veränderungen, die kaufbar sind. Das zum Beispiel ist ein Skin. Ja? Und ein Skin zu haben, als Fortnite-Spieler ist auf eine gewisse Art und Weise wichtig. Kein Skin zu haben, bedeutet, dass man sich wenig investiert hat in das Spiel, dass man eigentlich, ja, vielleicht ein Noob ist, Noob, so ein Anfänger, kein guter Spieler, oder auch No-Skin. No-Skin ist wirklich so ein Schimpfwort in Schulklassen. Ja. Du bist ein Default oder No-Skin, hast einfach, ich habe kein Geld ausgegeben für ein Skin. Ja. Und das hat tatsächlich eine Statustragweite. Ja. Ich habe mit Eltern zusammengearbeitet, die gesagt haben, sie können das nicht nachvollziehen. Ihr Kind hat 500 Euro, 600 Euro in Fortnite ausgeben. Ja? Übrigens, in jeder Schulklasse, in der ich bin, gibt es eine Person, die da herum Geld ausgeben hat. Ja, das ist ganz spannend. Immer nur eine Person, 2 Personen, nicht mehr. Die gesagt haben, sie verstehen das nicht. Das ist ja nur kosmetisch. Ja? Das bringt ihnen ja keinen Spielvorteil. Warum zahlt man denn 200, 300 Euro? Aber das kann schon mal die 20 Euro kosten, so ein Kostüm. Warum zahlt man denn so viel Geld für ein kosmetisches Kostüm? Und ich bringe da gerne den Vergleich, dass wir wieder beim Generationenkonflikt vielleicht, was da früher angesprochen worden ist, wenn ich zum Beispiel fahre einen Dacia Logan, ja, und ich bin sehr zufrieden, aber es ist kein tolles Statussymbol, ja, also mir schauen nicht die Leute auf der Straße nach, wenn dann aus den falschen Gründen. Mein Kollege fährt vielleicht einen Mercedes S-Klasse, ja. Beide Autos fahren, ja, beide Autos machen das, was sie machen sollen, aber der S-Klasse kostet wahrscheinlich 6-mal so viel wie meiner. Trotzdem kauft ein Mensch und das wird auch nicht belächelt oder wird auch nicht gefragt, warum kauft man sich einen Mercedes, wenn man sich doch für viel weniger Geld ein anderes Auto kaufen kann. Ja? Also so diesen Vergleich bringe ich dann oft gerne, ja? dass das in der kindlichen Welt, in der jugendlichen Welt einen total anderen Stellenwert hat, als in der Erwachsenenwelt jetzt. Das vergisst man dann oft als Erwachsener gerne. Genau. Ja, also das ist Fortnite, Gesundheit, um nochmal zurückzukommen, Fortnite macht das auch sehr geschickt. Ja. Also die schaffen das schon, sozialen Druck aufzubauen, indem sie sagen, na gut, jetzt gibt es das tolle Superkostüm, das leuchtet und dann ist man besonders guter Spieler oder gut investiert in das Spiel. Das gibt es aber nur für 3 Tage. Danach gibt es nie wieder. Ja. Und dann kann schon sein, dass der Opa angerufen wird wieder mal, ja, und gebettelt wird. Also das passiert. Also die bauen ganz, ganz bewusst Druck auf und haben natürlich sehr, sehr feine Methoden, um da zur Kohle zu kommen. Ja. Genau, und das wird auch sehr kritisch betrachtet. Ja. Das ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Aus der Süddeutschen Zeitung, das Virus im Kinderzimmer. Ja. Also vielleicht schon fast ein bisschen
polemisch, da, dass man sagt, das Spiel ist per se schlecht. Aber es gibt natürlich Aspekte dabei, die schwierig sind und die problematisch sind. Ja? Und trotzdem schafft das Spiel sehr viel Geld umzusetzen. Wie viel Geld eigentlich, wie viel Geld machen diese Mobile Games? Das ist sehr spannend. Ich habe gesagt, die machen sehr viel Geld. Ja? Das ist sehr kompliziert, das wahrscheinlich, wenn man es das erste Mal sieht. Aber eigentlich reizt es das anzuschauen. In 2018 haben Mobile Games ca. 70 Milliarden Dollar umgesetzt. Ja? Das ist mehr als die Hälfte von der ganzen Videogame-Industrie. Das bedeutet, mehr als die Hälfte vom Umsatz, vom Spielerumsatz, ist durch großteils kostenlose Angebote entstanden. Also wirklich massive Umsätze, die sich die Hersteller auch nicht nehmen lassen wollen. Ja? Und die einen Grund haben. Also ganz oft habe ich mit Eltern zu tun, die sagen, ja, mein Kind spielt Fortnite, es gibt ja noch andere Spiele, die lustig sind. Da soll man was anderes spielen, nicht dieses Geballer zum Beispiel. Ja? Das ist ja bedenklich. Und die spielen selbst vielleicht ein Spiel wie Candy Crush. Ja? Und dann wage ich zu behaupten, Candy Crush ist potenziell um einiges bedenklicher als Fortnite. Ja? Darf ich fragen, wer von Ihnen spielt Candy Crush und weiß, von was ich spreche? Traut sich jetzt niemand wahrscheinlich. Okay. Ah, mutige Dame, danke. Ja, also rein statistisch werden es um einiges mehr in dem Raum. Ja. Genau. Warum ist Candy Crush Saga problematisch? Weil sich die Hersteller, in dem Fall King, ganz, ganz stark aus der Glücksspielszene die Mechaniken abschauen. Ja? Also wie auf den ersten Blick sieht man ja gleich, naja, das mutet eher ein bisschen wie ein kleiner Glücksspielautomat an. Ja? Also da geht es sehr bunt zu und auch sehr laut, wenn man es auftritt. Aber schauen wir uns mal an, was sie damit meinen. Und ich würde einen kleinen Exkurs machen mit Ihnen und würde mir gerne von Ihnen so einen Report von einer Natasha Schul anschauen. Die hat sich das kleine Glücksspiel in Las Vegas hat sich das angeschaut, ja, hat das untersucht. Und die hat so Kriterien festgemacht, die hat so Aspekte festgemacht, die ausschlaggebend sind für das kleine Glücksspiel in Las Vegas. Also wie ist ein Glücksspielautomat aufgebaut, was kann der gut? Ja? Und hat ein paar Kriterien rausgearbeitet. Einer davon sind die Beinahe-Gewinne, die Nearly Wins. Ja? Das ist, wenn Sie bei einem Automaten drei Kirschen haben möchten, es kommen zwei Kirschen und am Ende kommt aber leider nur eine Banane, dann wissen Sie kognitiv, ich habe jetzt verloren, ja? Aber es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass es da ähnlich hohe Dopaminausschüttung gibt, wie wenn sie gewonnen hätten. Ja? Und das ist ein sehr starker Wirkmechanismus. Der Mark Griffith, ist ein Suchtforscher aus England, der hat dazu gesagt, auf die Frage hin, warum spielen die Glücksspiele immer weiter, die verlieren ja die ganze Zeit. Ja? Warum spielen die da weiter? Er hat dann gesagt, Gamblers never lose, they always almost win. Ja? Also, dass diese verzerrte Wahrnehmung, ich verliere eigentlich nicht, sondern ich gewinne ja fast, ganz ein starker Faktor ist, der damit schwingt. Übrigens so stark, dass es sogar in Las Vegas reglementiert ist. Ja? So ein Automat darf maximal 6-mal einen Beinahe-Gewinn vorgaukeln, bevor er was auszahlen muss. Ja? Für Las Vegas heißt was. Ja? Genau. Ein zweiter Punkt ist, es ist ein Übergang von Kartensystemen oder von Münzen und Bargeld auf Kartensysteme. Ja, wenn Sie ins Casino gehen, werden Sie nicht 100 Euro auf Null setzen, sondern Sie werden die 100 Euro erst in Chips umwechseln. Ja? Wenn Sie sich in ein Mobile Game was kaufen, dann werden Sie das ganz selten mit Echtgeld direkt kaufen, sondern Sie werden das Echtgeld erst einmal umwechseln in Drachenmünzen oder in Energiekristalle oder in was auch immer. Ja? Und meistens nicht nur in einer Währung, sondern in 5 verschiedene, damit es richtig unübersichtlich wird. Ja? Das ist alles nicht zufällig. Ja? Also ich sage ja gerne, im Glücksspiel gibt es keinen Zufall, ja, außer bei Roulette vielleicht und beim Mobile Gaming genauso wenig. Ja. Das ist kein wirklicher Zufall. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Währungen, die vielleicht dazu zum Tragen kommen. Das dient dazu, ein bisschen diesen Wert zu abstrahieren. Ja. Also es ist immer leichter, 15 Goldmünzen oder Drachenmünzen aus der Hand zu geben, als zu sehen, okay, das sind 50 Euro jetzt gerade. Ja. Das ist mein monatliches Taschengeld vielleicht. Dritter Punkt ist der audiovisuelle Input bei Gewinn. Was bedeutet das? Wenn Sie bei einem Glücksspielautomaten gewinnen, dann ist es meistens ein Spektakel. Ja. In Österreich jetzt nicht mehr so, aber in Las Vegas so immer ein Spektakel. Da geht eine Sirene los, es wird sehr, sehr laut darauf aufmerksam gemacht, dass Sie einen Gewinn haben und die abergläubischen Kollegen vielleicht stehen dann auf und gehen einen Schritt weiter oder Ihnen wird gratuliert. Also da gibt es einen richtigen, da passiert dann was. Ja. Der Bernd Dillinger, ein Kollege von mir, hat vor ein paar Jahren mir mal erzählt, dass er, ist in der Suchtberatung tätig, dass er Klienten hat, die das Autoradio zeitlang nicht mehr auftrauen haben können. Warum? Weil Novomatic keine Werbung geschalten hat, in dem nur dieses Geräusch kommen ist von diesem Automaten. Ja, das ist kling, 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 kling. Und dann irgendwann vielleicht mit, wagen Sie wieder mal ein Spiel her. Ja? Und er hat gesagt, dann ist die Ranzelhaut kommen. Ja?
die am Rechtszug fahren müssen, den hat wirklich die ganze Laut aufgestellt, weil es einfach ganz stark mit dem emotionalen Zentrum verbunden ist. Also diese Geräusche, diese Geräuschkulisse, das macht was. Ja? Also das ist ein gutes Anchoring, das verankert sich sehr gut. Ähnlich wie bei Candy Crush, ja? Wenn Sie da die eine Kollegin, die das spielt, weiß das, wenn sie da einmal nach links fahren, das ist gleich delicious, ja? Da sind sie gleich super sweet und alles explodiert und 1000 Formen leuchten auf. Also der Unterschied zwischen Input und Output ist ziemlich groß. Ja? Sie haben ganz wenig Input und der Output ist gewaltig. Genau. Und der vierte Punkt ist die hohe Event Frequency. Wissen Sie, also die gesamte Glücksspielszene in Österreich macht in Wahrheit ein volkswirtschaftliches Minus. Ja? Aber nur sehr kleines, weil A, bestimmtes Glücksspiel ein großes Plus fährt. Wissen Sie welches? Das ist Lotto. Ja? Lotto fährt volkswirtschaftlich ein ziemliches Plus, weil die ja 40% circa Ausschüttungsrate haben. Ja? Das heißt, 40% von dem, was reingeschüttet wird, kommt am Ende raus und wird zurück ausgezahlt. Das heißt, da macht der Staat relativ viel Geld und das braucht er, weil er sehr, sehr große Verluste einfährt durch Folgekosten des kleinen Glücksspiels, des ja, nachgewiesenermaßen sehr große Kosten verursacht. Genau. Und auf Lotto süchtig zu werden, ist relativ schwierig. Ja? Natürlich gibt es ja Menschen, die relativ viel Lotto spielen, aber ist relativ schwierig, weil die Eventfrequenz, also die Frequenz, in der Lottoziehung stattfindet, relativ begrenzt ist. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, jetzt ziehe ich spiele mal 500 Runden Lotto am Abend, ja? Sondern ich kann in der Woche zwei Ziehungen mir anschauen oder unterwetten, halt so viel ich möchte, aber das Event ist nur einmal. Und diese Event-Frequenz ist was ganz Wichtiges, wenn es um Suchtentstehung geht. Ja? Genau. Und wenn wir uns das anschauen und diese vier Punkte hernehmen, da kann man die eins zu eins auf ein Spiel wie Candy Crush Saga übertragen. Ja? Also der audiovisuelle Input bei Gewinn, wie bereits gesagt, die Event-Frequenz, ja, das kann ich stundenlang durchspielen, dann gibt mir irgendwann Energie aus, da kann ich 5 Euro zahlen, dann kann ich noch weiter spielen. Diese beinahe Gewinne, also diese Modulierung von Gewinnchancen ist besonders spannend bei so einem Spiel wie Candy Crush Saga. Warum? Ich weiß nicht, wenn Sie das mal spielen würden, da würden Sie merken, die ersten 10 Level sind leicht, ja, und beim 11. Level tun Sie sich schwer. Und dann spielen Sie das vielleicht 10 Mal und das 10. Mal schaffen Sie es. Ja? Und Sie sind aber nicht besser geworden in dem Spiel. Vielleicht sind Sie besser geworden, das weiß ich nicht. Aber de facto haben Sie das deshalb geschafft, weil da oben die richtigen Kugeln nachgekommen sind. Ja? Und da kommen nicht jeden Level, kommen nicht immer dieselben Kugeln nach, sondern das Spiel weiß ganz genau, wann sie das Level schaffen werden und wann sie das Level nicht schaffen werden. Also das sind so Manipulierungen, ist böse gesagt, ja, aber das ist mutmaßlich. Aber also die Chance, das zu gewinnen, ist zu einem großen Teil vom Zufall abhängig. Okay. Sehr blatant haben diese Glücksspielmechanismen vor kurzem das Spiel Coin Master auf den Punkt gebracht. Kennt das jemand von Ihnen? War in den Medien noch relativ stark vertreten. Coin Master ist eine App, das bei Kindern und Jugendlichen super beliebt ist. Ja? Also in Volksschulen super beliebt, vor allem auch bei den weiblichen Spielern super beliebt. Genau. Warum ist es super beliebt? Weil die Kollegen von Moon Active, also die Hersteller, ein sehr gutes Werbesujet gefahren sind. Und zwar bei Bibi's Beauty Palace, ja? Also über die Influencer, die dann alle dieses Spiel gespielt haben, über Dieter Bohlen, ja, meine Generation, aber es also sehr, sehr breites Werbesujet über die Influencer gefahren sind, ja, die dann alle dieses Spiel gespielt haben. Der Pietro Lombardi hat ein eigenes Lied aufgenommen für Coin Master. Vom Kopf greifen muss, ja. Aber gut, schauen wir uns Coin Master an. Schaut nett aus, ja, ist comichaft gestaltet, nicht unbedingt jetzt blutrünstig oder was auch immer. Sie sehen da oben, ich bin da mit meinem echten Namen drin. Das heißt, die haben bereits Zugang zu Facebook, zu meinen Facebook-Daten, die sie dann gewinnbringend verkaufen können, wenn sie möchten. Und dieses Spiel hat relativ wenig spielerischen Wert. Wert, ja, kann man auch so sagen, aber spielerische Möglichkeiten bietet es auch nicht. Ja? Also das heißt, ich kann eigentlich gar nicht viel machen. Die einzige spielerische Möglichkeit ist, einen Stock nach oben zu fahren und dann diesen Automaten vorzufinden und aufs Pin zu drücken. Ja? Und je nachdem, was dann rauskommt, wenn ich Glück habe, kriege ich dann drei so kleine Schweine, da kann ich einen Gegner, einen anderen Spieler angreifen und Geld von ihm bekommen. Wenn ich Pech habe, kriege ich gar nichts. Geld kriege ich immer, egal was passiert. Ich drücke da drauf, es sprudelt immer Geld raus. Ja. Gamblers never lose, they always win. Ja. Also man gewinnt immer ein bisschen was. Es ist nicht so, dass man da wirklich verliert. Und so blatant wie in dem Beispiel gibt's, ist es eher selten. Ja. Also das ist wirklich so fast eine Provokation anmutend. Ja. Also da gibt es ja diese Debatte, Mobile Games sind Glücksspiel, haben Glücksspielanleihen und dann kommt jemand, Hersteller mit so einem Spiel und bringt das so auf den Punkt. Ja.
von der PEGI, also von dieser Organisation, die Spieler auf Altersangemessenheit testet, wurde sehr lang bis auf 7 Jahre geschätzt. Ja? Die haben gesagt, das ist ab 7 freigegeben. Warum? Weil sie gesagt haben, ja, Gewalt gibt es keine und inhaltlich unbedenklich, das Finanzierungsmodell dahinter, die Spielmechanik, haben sie sich nicht angeschaut, die Kollegen. Ja? Jetzt hat der Jan Böhmermann vor kurzem in seiner Sendung das Thema aufgegriffen. Jetzt hat die PEGI auf einmal nachgefahren und hat gesagt, das ist jetzt ab 12 das Spiel. Sehr undurchsichtig alles zusammen, der ist sehr undurchsichtig. Also wird ab, wenn das Spiel ab 12, also entweder ist es ab 7, ja, weil es wurscht ist, ob da Glücksspielelemente sind, oder es ist ab 18. Ja. Warum es ab 12 ist, ist für mich persönlich schwer nachvollziehbar. Ja. Ah, bitte. Genau. Und das ist viel, also das meiste davon ist unreguliert. Ja. Also diese Glücksspielmechanismen in den digitalen Spielen, ja, das sind staatlich nicht reguliert momentan. Ja? Also da gibt es natürlich Bestreben, das zu ändern, aber momentan wird da noch sehr viel Geld gemacht mit diesem Spiel. Ah ja, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, der Hauptgrund, viele dieser, es nennt sich simuliertes Glücksspiel, ja? Viele dieser Apps haben gar nicht den Grund, gar nicht den Wunsch, viel Geld zu lukrieren, obwohl dieses Spiel viel Geld lukriert, ja? Sondern eine Migration zum echten Casino-Spiel zu erwirken. Ja? Da geht es eher darum, so Normalisierungstendenzen zu erwerben, dass sich Menschen vielleicht ein bisschen auskennen mit den Automaten, das zum ersten Mal probiert haben, dass sie wissen, okay, das ist jetzt nichts Fremdes für mich, dass vielleicht Gewinnchancen simuliert werden, die unrealistisch sind. Ja? Da gibt es so Automatenspiele, die haben eine Ausschüttungsquote von über 100%, ja? Also so viel kann ich gar nicht gewinnen. Und dann gehen wir mit einer Erwartung in ein Casino oder zum Automaten, der halt unrealistisch ist. Ja? Genau. Was schon gesetzlich momentan reguliert wird, ist die Lootbox-Diskussion. Ja? Die Diskussion um Lootboxen ist vor ca. 2 Jahren losgetreten worden und es betrifft ein Spiel, das wahrscheinlich sämtliche Kolleginnen aus der Kinder- und Jugendarbeit von Ihnen kennen, und zwar FIFA. Ja? Also ich glaube, ich kenne wenige Jugendzentren, wo nicht FIFA gespielt wird. Also ich glaube fast gar keins. In Graz kenne ich eins. Wo nicht FIFA zumindest angeboten wird und gemeinsam gespielt wird. Ja? Ist FIFA jetzt bedenklich? Naja, abgesehen von der Blutgrätschen kann man da jetzt nichts finden, was vielleicht jetzt inhaltlich schwierig wäre. Ja? Vom Finanzierungsmodell her ist es aber schon bedenklich. Ja? Also bei FIFA geht es darum, die haben einen Ultimate Tournament Modus, ja, den FOT nennt sich das, und da kann man im Internet spielen. Ja? Und da spielt man im Internet mit einer Mannschaft und wenn man dann seine Mannschaft besser machen möchte, dann muss man sich Kartenpackungen kaufen. Ähnlich wie die Panini-Kartenpackungen. Ja? Wird da oft verglichen mit diesen Panini-Kartenpackungen. Und wenn ihr dann Glück habt, dann ist der Ronaldo drin und wenn ihr dann Pech habt, ist irgendein österreichischer Nationalspieler drin von mir aus. Ja? Genau. Oder irgendwer, nichts jetzt, niemanden auf die Füße treten. Aber also ich möchte halt einen guten Spieler haben. Ja? Dann kauft man diese Packung, die kostet ca. 2 Euro und wenn ihr Glück habt, ist da ein guter Spieler drin. Genau. Und das kann man aber nicht entscheiden. Ich kann nicht von Haus aus sagen, ich zahle jetzt einfach 10 Euro und kaufe einen guten Spieler. Ja? Das geht nicht. Ich muss einfach so lange Packungen kaufen, bis ich das Glück habe, diesen guten Spieler zu bekommen. Und wenn ich jetzt ein All-Star-Team haben möchte, wo nur die Superprofis drin sitzen, ja, dann habe ich zum Beispiel alle Spieler, die super bekannt sind, gerade bis auf den Ronaldo. Ja? Und dann weiß das Spiel aber auch, wen ich suche. Ja? Und ich möchte jetzt da keine Gerüchte in die Welt setzen, aber das ist so. Ja? Also dann weiß das Spiel, den Ronaldo fehlt ihm noch, sonst sind da alle Superstars. Ja? Ob das jetzt was ändert? Möglich, ja? Genau. Und das nennt sich Lootboxen, ja? Also diese Idee, dass ich das aufmachen kann oder kaufen kann und da sind Sachen drin, die vielleicht ich gesucht habe, vielleicht die aber nicht gesucht habe, ja, und einfach nur Blödsinn sind. Und ich habe sowieso dafür gezahlt, ja? Das nennt sich Lootbox. Und diese Lootbox-Mechanik ist sehr, sehr ähnlich wie Glücksspiel. Da gibt es jetzt momentan schon Untersuchungen, die gesagt haben, dass es da ähnliche psychologische Aspekte gibt, die da zum Tragen kommen wie beim kleinen Glücksspiel. Das ist eine Lootbox aus Overwatch. Ja? Gibt es in ganz, ganz vielen Spielen. Und diese Lootboxen sind verboten worden momentan zum Beispiel in Belgien. Ja? Die belgische Regierung hat gesagt, das ist eindeutig Glücksspiel, ja? das wird reguliert. Das heißt, die EA bei FIFA hat die Möglichkeit, entweder das als Glücksspiel zu deklarieren, den entsprechenden Steuersatz zu zahlen oder die einfach rauszugeben, die Mechanik. Ja? Und die haben sich jetzt momentan für Letzteres entschieden, nach langen Diskussionen. Genau. Ja, lange Diskussionen, insofern auch, weil die Hersteller natürlich sehr, sehr viel Geld damit lukrieren. Ja? Und dann was dazu führt, dass sie das ein bisschen verharmlosen. Das ist in einer Hörung im Senat, ja, wo sie versucht haben, das Wort Lootboxes
aus dem Weg zu räumen, ja, weil es schon negativ besetzt ist. Zu sagen, ja, das sind keine Lootboxes, das sind Überraschungsmechaniken. Ja. Also da gibt es ja, die Kolleginnen, also die Firmen wissen, dass es ein lukratives Geschäft ist und dass es nicht hundertprozentig sauber ist. Ja. Und da gibt es natürlich dann Reaktionen aus dem Netz, das ist so eine Reaktion in Form von einem Meme, it's not kidnapping, it's a price adoption. Ja. Ein bisschen dunkler Humor, den man im Netz oft findet. Aber es ist natürlich ein bisschen fragwürdig, ob diese Firmen die gesellschaftliche Verantwortung, die sie zu tragen hätten, für diese Mechaniken annehmen oder nicht. Und momentan schaut es nicht so aus. Ja? Das heißt, momentan sind wir gezwungen, das im Familienalltag oder im beruflichen Alltag selbst zu tragen und selbst darauf ein Auge zu führen, selbst darauf ein Auge zu haben. Ist das lukrativ für die Firmen? Ja, es ist so lukrativ, dass FIFA mit den Packs einen Großteil von EA, von einer von den größten Videospielherstellerfirmen, tragt. Ja? Genau. Und wichtig für uns ist jetzt ein Blick aufs Pareto-Prinzip. Für die Kolleginnen, denen das nicht gesagt, das ist das Pareto-Prinzip besagt, dass dass ca. 80% des Umsatzes von ca. 20% der Konsumenten gemacht wird, ja, im Wirtschaftssektor. Das bedeutet, wenn es jetzt eine Firma sind wie Apple, dann werden 20% relativ kaufkräftige Kundschaften 80% des Umsatzes ausmachen, indem sie halt einfach jeden Blödsinn zusammenkaufen, den sie raushauen. Und genau, im Free-to-Play-Sektor schaut diese Kurve ein bisschen anders aus. Ja. Da machen 5,5% der Spielerinnen fast 70% der Umsätze aus. Ja. Also ein sehr kleiner Teil der Spielerinnen zahlt sehr viel Geld. Ja. Wissen Sie, wo es genau gleich ist? Im Automatenglücksspiel. Das ist genau gleich. Da zahlen sehr, sehr viele Menschen ein bisschen was, gehen ab und zu ins Casino, gehen ab und zu mal zum Admiral oder wo immer hin und zahlen dann ein bisschen was. Und ganz, ganz wenige Prozent zahlen sehr, sehr viel Geld. Also die Kurven sind fast deckungsgleich. Ja. In diesem Buch von Fiedler kann man sich das anschauen, das ist ganz spannend. Und für uns ist relevant jetzt, diese 5,5%, ja, die sehr viel Geld ausgeben, wer sind die? Ja, sind das die kaufkräftigen Menschen, die Leute, die so viel Kohle haben, dass sie sich denken, ja, egal, ich kaufe mal jedes Mobile-Game und level da alles rauf, weil egal. Vielleicht zum großen Teil, würde ich sagen, sind das aber nicht. Ja. Zum großen Teil sind das die Kolleginnen, die ich in der Beratung habe, die vielleicht Produktionsschule oder einen zweiten Bildungsweg besuchen und 6.000 bis 7.000 Euro in Counter-Strike ausgeben. Ja. Das sie aber nicht haben, das Geld, ja, muss man dazu sagen. Und die da wirklich teilweise existenzgefährdende Sachen machen. Genau, und das ist der Punkt. Ja. Und das ist auch das, was problematisch ist dabei, in meinen Augen. Ja. Dass diese 5%, diese Prozent, die sehr viel Geld ausgeben, die da betroffen sind, die sind nicht die potenten, die finanziell potenten Klienten von uns. Ja. Genau. Okay, das kurz zusammenzufassen: Es gibt momentan einen starken Einfluss von Glücksspielelementen in Games, ja, auch in Vollpreistiteln wie FIFA. Nur weil ich 60 Euro zahle, heißt das nicht, dass ich dann noch einmal Hunderte von Euro ausgeben kann. Die Frage der Verantwortung. Momentan sieht sich der Staat noch nicht so in der Verantwortung, habe ich den Eindruck. Ja, also wir haben die Meldung bekommen aus dem Finanzamt von, ja, dass es da auf eine europäische Lösung gewartet wird. Die staatliche Regulierung ist momentan nicht gegeben und die Zielgruppe dieser Spiele sind ganz oft Kinder und Jugendliche. Ja? Heißt das jetzt, dass diese Kinder und Jugendlichen alle glücksspielsüchtig werden? Nein, das heißt nicht. Ja? Aber es ist trotzdem problematisch. Zum einen, weil ich es einfach nicht möchte, dass mein Kind mit sowas in Berührung kommt, ja, aus moralischer Sicht. Zum anderen, weil es da Normalisierungstendenzen gibt. Ja. Weil es da Tendenzen gibt, dass da eine gesunde Distanz, eine gesunde Kritik an Medien gegenüber, das sie nicht kennen, zum Beispiel an Glücksspielautomaten, abgebaut werden. Ja. Und das ist oft auch das Ziel dieser ganzen Apps. Genau. Also als Auftrag an uns, sie dabei einfach, sich zu informieren, die Spiele zu kennen, das zu reflektieren und die Kinder damit zu konfrontieren. Ja. Zu einem großen Teil sind die Kinder da nicht unschuldige Opfer und sind da und sagen, wow, das habe ich alles gar nicht gewusst. Ja. Zu einem großen Teil wissen das die Kids eh. Ja. Nur die Frage ist, nur weil ich etwas weiß, schaffe ich das dann auch in die Handlung umzusetzen? Natürlich die nächste Frage, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Aktuell ist es vielleicht interessant, wenn Sie Kinder haben, Klientinnen haben, die Geld ausgeben haben in Videospielen, ja, egal wie viel, und dabei vielleicht auch Lootboxen verwendet haben, dann gibt es die Möglichkeit momentan, wir sind in Kontakt mit einer Anwaltskanzlei in Wien, die möchten eine Sammelklage einbringen. Ja? Und ich wäre sehr dankbar, wenn Sie sagen, Sie haben Klientinnen, oder sind vielleicht selbst, haben vielleicht selbst Geld ausgeben, muss keine Kinder- und Jugendliche Zielgruppe sein, wenn Sie sich bei mir melden würden und wir
kein Risiko auf Ihrer Seite, kein Risiko auf Seiten der Klientinnen und Sie haben die Chance, einen großen Teil des Geldes wieder zurückzubekommen und in Österreich einen Präzedenzfall zu schaffen, ja, der vielleicht notwendig ist. Genau. So als Merksatz, den wir haben, den wir da mit Kindern und Jugendlichen dann oft gerne durchgehen, wenn ein Produkt nichts kostet und leicht zugänglich ist, ja, bei Mobile Games ist es der Fall, dann ist die Chance sehr groß, dass du selbst das Produkt bist. Ja? Dass deine Daten entwendet werden oder dass versucht wird, mit dir als Spielender dann sehr viel Geld zu generieren. Dann gehen wir noch mit Ihnen kurz auf das Thema problematisches Spielverhalten ein. Ja? Aber bitte, das ist ein riesiges Thema und ich mache das jetzt in abgebotener Kürze mit Ihnen, weil es etwas gibt, was ich Ihnen gerne mitgeben würde. Wenn Sie die Begriffe, ich habe jetzt problematisches Spielverhalten anstelle von Suchtverhalten genommen. Ja? Wenn Sie die Begriffe Sucht und digitale Spiele, Sucht und Computerspiele nebeneinander sehen oder hören, was ist denn das erste Spiel, das Ihnen einfällt? World of Warcraft, danke. Ja? Die Kolleginnen, also immer wenn ich mit Leuten spreche, die so in meinem Alter, so plus minus 10 Jahre sind, kommt das ziemlich schnell, mit Kindern kommt das nicht mehr, ja, die kennen das nicht mehr. Aber World of Warcraft war wirklich sehr viele Jahre synonym für das Thema Videospielsucht. Und der Robert Lee Hutz hat das mal ausgerechnet vom Guardian, es sind insgesamt, und das ist schon 5 Jahre alt, Spielzeit im Ausmaß von 6 Millionen Jahre in World of Warcraft geflossen. Ja? Also wenn man die Spielzeit von allen Spielern linear aneinander reiht, kommt man auf 6 Millionen Jahre. Ja? Da ist sehr viel Arbeitszeit drin. Ja? Also da könnte man schon was machen mit der Zeit. Auch haben wir ja gemacht, World of Warcraft gespielt. Genau, also es ist wirklich ein Spiel, das massiv motivieren kann. Ja? Also das wirklich so Motivationsfaktoren hat. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen könnten und stellen werden, ist, was motiviert denn eigentlich wirklich so an diesen Videospielen? Warum ist es denn so, dass Menschen oft exzessiv und wirklich viel Computerspiele spielen? Ja? Und das ist jetzt so eine Gegenüberstellung, die ich Ihnen zeige, die ich von Konstantin Mitgutsch und Herbert Rosenstengel übernommen habe und die ein bisschen schwarz-weiß-malerisch ist. Ja? Also wenn ich das im Workshop herzeige, dann bekomme ich oft die Rückmeldung, ja, aber die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, ja, da gibt es noch Graustufen. Und da würde ich Ihnen recht geben, wenn Sie das sagen würden. Aber es gibt trotzdem einen Grund, warum ich Ihnen das gerne sagen würde und der zeigt sich am Ende. Ja. Das ist jetzt ein Clickbait, ja, ein klassischer. Sie werden nicht glauben, was bei Minute 15 passiert. Ja, und dann würde ich das gerne mit Ihnen durchgehen. Es gibt 2 Gründe, warum ich das trotzdem sehr sinnvoll und sehr gut finde. Ja. Also die Frage ist, was erleben Menschen, die exzessiv Videospiele spielen? Im Spiel, Flow-Erlebnis. Ja. Spiel ist, wenn es gut gemacht ist, so gemacht, dass es wirklich sehr schnell an die Grenze der eigenen Fähigkeit bringt, aber nicht überfordert. Ja? Immer nie unterfordert, nie überfordert. Und das kann dazu führen, dass man schnell die Zeit vergisst und so ein Flow-Erlebnis kommt. Ja? Im Alltag ist es nicht immer so, dass alles so designt ist, dass es Flow-Erlebnisse erzeugt. Ja? Ab und zu ja, geht man zum Billa Klopapier einkaufen oder man hat einen langweiligen Vortrag und dann ist es natürlich weniger spannend und weniger Flow-Erlebnis. Ja? Das Spiel hat kurzfristige Feedback-Loops. Was bedeutet das? Dass es ganz, ganz schnell und leicht Bestätigung geben kann. Ja, wenn Sie in Candy Crush nach links drucken, dann sind Sie delicious, ja? Und super sweet. Und das kann das Spiel gut. Ja? Also das Spiel ist so designt, dass es gut kann. Wenn man dann bei Super Mario einmal runterfällt und den Kanal fällt oder so, dann ist es halb so schlimm, dann fängt man wieder von vorne an. Ja? Im Alltag ist es nicht so, dass ein negatives Erlebnis leicht weggenommen wird. Ja, dann bekommt man 5 auf die Mathe-Schularbeit und das ist halt nicht so, dass man sich denkt, na, machen wir noch einmal, sondern vielleicht eher unangenehm. Ja. Genau. Das Spiel kann ganz, ganz leicht Macht erleben, also so Bedürfnisse nach Macht erleben befriedigen. Was bedeutet das? Wenn Sie einmal ein Spiel wie GTA, Grand Theft Auto spielen, dann ist es einmal irrsinnig lustig, durch die Gegend zu fahren und alles zu zerballern und einmal wirklich so den inneren Schweinehund unter Anführungszeichen rauszulassen, ohne die real wirklichen Konsequenzen dafür zu spüren. Also diese Allmachtsgefühle kann das Spiel ganz gut erzeugen und befriedigen. Ja. Im Alltag ist man sehr schnell mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert, wenn man sowas versucht. Ja. Und das Spiel ist immer fair. E-Sports braucht nur bedingt Schiedsrichter. Dann machen wir was anderes beim E-Sports. Genau, der Alltag ist natürlich nicht immer fair. Im Alltag ist man oft mit unfairen Sachen konfrontiert und man ist vielleicht in Österreich geboren oder man ist woanders geboren und hat weniger gute Chancen. Ja? Und da können wir jetzt natürlich noch weitermachen. Ja? Spiel hat ganz, ganz viele Facetten oder Bedürfnisse, die befriedigt werden können. Und wenn Sie jetzt das sehen, diese Gegenüberstellung und sagen würden, naja, sicher, aber es gibt nicht nur Langeweile oder Flow. Ja? Also dazwischen sind noch ein paar andere Erlebniszustände, die erwähnenswert werden, ja? Also Graustufen in dem Fall. Da würde ich Ihnen recht geben müssen. Ja, würde ich sagen, ja, da haben Sie recht, ja, natürlich.
De facto ist es aber so, dass Menschen, die exzessiv Videospiele spielen, die Welt genauso wahrnehmen. Ja? Also dieses dichotome Wahrnehmungsmuster, diese Idee, also diese Abwertung des Alltags, diese komplette Abwertung, dieses alles ist ein Blödsinn im Alltag, mit einer Familie ist nur blöd, in der Schule geht mir alles auf die Nerven oder in der Arbeit, da gehe ich nicht mehr hin, ja? Weil es ist nur Stress. Nur Stress nämlich, also in dem Wording. Gleichzeitig mit der Glorifizierung des Spieles. Ja? Im Spiel ist alles super. Spiele mit meinen echten Freunden, da kann ich mich richtig entspannen, das macht Spaß und das steht einfach dem Alltag dann konträr entgegen. Also die Schwarz-Weiß-Malerei ist ganz oft ein Thema, mit dem wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, also vor allem mit Jugendlichen, dass wir versuchen, das aufzubrechen und zu sagen, ist es wirklich so, dass im Spiel alles super ist? Ja? Und so ein Satz wie, im Spiel kann ich mich richtig gut entspannen und zu Hause ist alles Stress, wäre dann vielleicht noch 2-3 Sitzungen zu, naja, ein Spiel kann mich entspannen, außer bei FIFA. Bei FIFA fliegt der Controller oft gegen die Wand. Ja? Und bei League of Legends, weil da ist die Community, da sind die anderen so blöd zu mir und beleidigen mich die ganze Zeit. Ja? Und daheim ist oft Stress, außer mit der kleinen Schwester, mit der verbringe ich oft gern Zeit. Ja? Einfach nur mal ganz basale Differenzierung auf kognitiver Ebene. Da kann man mal ansetzen. Ja? Das ist natürlich nicht das Ende, sondern der Anfang von so einer Beratungssetting. Genau. Und ein zweiter Punkt, warum ich glaube, dass es wichtig ist, ist, weil wir mit Eltern zu tun gehabt haben, die gesagt haben, naja, mein Kind spielt jetzt seit 2 Jahren Computer jeden Tag, ständig mehr, jetzt spielt es am Tag 8 Stunden, jetzt reicht's, jetzt ziehe ich den Stecker. Ja? Und das ist legitim und nachvollziehbar. Die Frage ist, was bleibt, wenn ich mein Kind das wegnehme, was es jetzt gefunden hat, und das ist eine Kompetenz, das zu finden, ja? Wo es all diese Erlebnisse hat. Ja? Was bleibt dann, wenn man das wegnimmt? Und es wirklich so ist, dass das Kind oder der Jugendliche das so wahrnimmt, ja, dann bleibt einfach nur extrem Negatives. Das heißt, wenn ich das mache, und das ist legitim auf eine gewisse Art und Weise, ja, und nachvollziehbar auf alle Fälle, dann muss ich ein Beziehungsangebot setzen oder ein Freizeitangebot setzen, das super attraktiv ist und am besten mit einem Beziehungsangebot verkuppeln. Ja. Also nur das wegzunehmen und zu sagen, jetzt war es jetzt, geh mal raus und such da was, finde ich fahrlässig. Ja. Genau. Ja, das ist noch sehr oberflächlich. Zusammenfassend, ja. Alles, was wir jetzt gesagt haben, die Spieldauer alleine also das sind so ein paar Schlagpunkte, die vielleicht noch relevant sind. Ja? Die Spieldauer alleine ist nicht ausschlaggebend, wenn es um Suchtentstehung geht. Ja? Entstehung vielleicht schon, aber um eine Suchtthematik geht. Wenn ich ein E-Sportler bin, der David Wang, ja, den wir früher am Anfang gesehen haben, der wird am Tag seine 6-7 Stunden spielen wahrscheinlich, ja? Wenn nicht mehr. Hat er eine Suchtthematik? Wahrscheinlich nicht, ja. Genau. Also die Spieldauer ist nicht ausschlaggebend, die Frage ist, gibt es noch alternative Freizeitmöglichkeiten, die mich interessieren? Gehe noch mit dem Hund spazieren, gehe noch gern zur Oma, interessiert mich noch irgendwas außer Videospielen? Genau. Ja, die anderen Sachen sind, glaube ich, erwähnt worden. Und da komme ich zum Schluss. Sie kennen vielleicht diese Begriffe der Digital Natives und der Digital Immigrants, ja, die ich persönlich für sehr problematisch halte, ja, also diese Idee, dass jemand ein Native ist, suggeriert ja, dass ich da geboren bin mit den digitalen Medien, dass ich mich eh auskenne, ja, dass ich vollkommenes Wissen darüber habe. Und wenn ich Immigrant bin, dann habe ich einfach niemals die Chance, mich so gut auszukennen wie ein Native. Ja. Und beide Sachen stimmen nicht. Ja. Beides suggeriert etwas Falsches. Die digitalen Natives kennen sich in der Handhabe mit Medien wahrscheinlich sehr gut aus. Ja. Also wahrscheinlich besser als viele, viele erwachsenere Menschen. Aber mit den Komplikationen, die damit einhergehen können. Da gibt es große Blauäugigkeit oft. Ja. Die digitalen Immigrantinnen oder Immigrants haben vielleicht in der Handhabe weniger Ahnung, ja, aber wissen trotzdem, man kann sich trotzdem mit sehr vielen Fragestellungen, die daraus entstehen, auseinandersetzen. Ja, mit Fragestellungen wie Mobbing, wie ich habe ein Nacktfoto verschickt, was mache ich? Ja, das sind also Fragen, die wirklich in der Erwachsenenwelt absolut greifbar sind. Ja, also diese beiden Konzepte, die Gegenüberstellung funktioniert nicht. Ja. Und es gibt sowohl bei den Natives als auch bei den Immigrants Menschen, die ja, vielleicht ein bisschen blauäugig mit Medien umgehen. Ich habe zu Beginn gesagt, ein Großteil der Kinder und Jugendlichen nutzt das souverän. Ja. Das finde ich nach wie vor so. Aber es gibt auch gewisse, ja, nicht nur Medien, sondern auch junge Menschen, die blauäugig unterwegs sind und die man unterstützen muss. Ja. Vielleicht manche mehr, manche weniger. Und deswegen bitte mit einem Augenzwinkern und ganz liebevoll gemeint, benutze ich gerne den Begriff der Digital Naives. Ja? Also der Menschen, die vielleicht doch noch ein bisschen Begleitung brauchen, vielleicht nicht in der Handhabe der Medien, aber bei gewissen Fragen wie,
will man YouTube, ist der YouTuber, der Influencer echt mein Kumpel oder möchte man vielleicht doch was verkaufen oder wie verschicke ich ein Nacktfoto, soll das Gesicht und den Körper drauf tun oder ist es gescheiter, wenn ich das trenne voneinander? Basalen Fragen, ja, oder wie viel Geld habe ich in Mikrotransaktionen ausgeben und wie viel macht Sinn auszugeben? Da brauchen viele Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene meiner Meinung nach noch Guidance und deswegen der Begriff der Digital Natives, wie gesagt, liebevoll gemeint und damit bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit von Ihrer Seite und bin für Fragen jederzeit zur Verfügung.